Hallo Freunde, in diesem Video geht es um das Buch Das Charisma-Geheimnis, wie jeder die Kunst erlernen kann, andere Menschen in seinen Bann zu ziehen, von Olivia Fox Cabane. Viel Spaß mit dem Video. So, als erstes beschreibe ich das Buch einmal in drei Sätzen, damit ihr direkt wisst, worum es hier geht. Dieses Buch zeigt auf, aus welchen Komponenten sich Charisma zusammensetzt. Es zeigt die unterschiedlichen Charisma-Stile mit ihren jeweiligen Stärken und Schwächen und welche Charisma-Eigenschaften man grundsätzlich vermeiden soll, um ein schlechtes Charisma zu hinterlassen. In diesem Buch geht es hauptsächlich um das Wie im Charisma bekommen. So, und dann stellt sich natürlich die Frage, für wen dieses Buch besonders geeignet ist. Und dieses Buch empfehle ich vor allem Personen, die aktiv an ihrer Überzeugungskraft arbeiten möchten. Und eins vorweg, ihr müsst nicht der dominante oder autoritäre Typ sein, um überzeugen zu können. Es gibt unterschiedliche Charisma-Stile mit unterschiedlichen Stärken und Schwächen, die in diesem Buch dann auch beleuchtet werden, sodass, wenn ihr jetzt, sagen wir mal, eher der freiere oder visionärere Typ seid, dass ihr dann auch Möglichkeiten und Strategien an die Hand bekommt, wie ihr Leute überzeugen könnt. So, das mal vorweg. Und natürlich Leute, die besser in ihrer zwischenmenschlichen Beziehung werden wollen, die negative Charisma-Eigenschaften vermeiden möchten und sich einfach mal für das Thema interessieren, was gibt es so an Charisma-Stilen, was sind positive, was sind negative, welche positiven Charisma-Stile lassen sich erlernen, welche lassen sich vermeiden. Und genau, für die ist das Buch besonders geeignet. Was hat sich für mich durch das Buch geändert? Ich habe persönlich meinen charismatischen Stil entdeckt. Ihr werdet in diesem Buch unterschiedliche Charisma-Stile kennenlernen, auch mit den jeweiligen Vor- und Nachteilen. Und ich finde es A, sehr interessant, einmal seinen eigenen charismatischen Stil zu entdecken, ihn selber auch zuordnen zu können und dann auch entnehmen zu können, was da die Stärken und Schwächen sind und wie man bestenfalls an den eigenen Stärken arbeitet. Ich habe zum Beispiel für mich immer gewusst, ich bin nicht der autoritäre oder dominante Charisma-Stil, ich bin eher der Visionäre. Ich kann Leute inspirieren und für mich ist das sehr gut, da einmal zu sehen, was da die Stärken sind und wie man diese Stärken auf die Straße bringen kann, um dann tatsächlich andere Leute auch von seiner eigenen Idee zu überzeugen. Und das ist eines der, oder das ist das größte Learning, was ich aus dem Buch ziehen konnte. So, und jetzt einmal die Zusammenfassung dieses Buches. Welche Inhalte werdet ihr erlernen und worum geht es da jetzt im Konkreten? Ihr werdet erstmal erfahren, wie das Thema, was Charisma überhaupt ist, wie man es definiert. Und zwar als etwas Attraktives, also wie man andere Leute inspiriert oder heranzieht, ne? Wie ein Magnet. Und es wird einmal gezeigt, welche außergewöhnliche Kraft und Fähigkeiten man mit einem Charisma, mit einem guten Charisma vollziehen kann. Und das sich erstmal klar zu machen in der Definition von Charisma ist schon mal sehr gut, ne? Also welche Möglichkeiten man damit auch hat. Danach werdet ihr lernen, welche Kernelemente von Charisma es gibt. Also es gibt ja einmal diesen dominanten, autoritären Power-Typen an Charisma, der, egal was man sagt, der ist knallhart und das, was er sagt, das trifft dann auch zu, hat eine sehr kräftige Körperhaltung, spricht sehr straight und das ist so der dominante Charisma-Typ, also sowohl in Körpersprache als auch in der verbalen Aussprache. Dann gibt es den warmen, netten, freundlichen Typ, der sehr, ja, sehr, sehr freundlich ist, sich um sein Gegenüber kümmert, ihm auch zuhört. Und da kommen wir auch schon zum nächsten Kernelement vom Charisma. Das ist der Präsente. Der ist derjenige, der wirklich zuhört. Und
das ist ein Charisma-Stil, den kann man tatsächlich erlernen. Und das ist eine sehr positive Eigenschaft, wenn man ein präsenter, charismatischer Typ ist und nicht irgendwie immer dazwischen redet und nur das sagen möchte, was ihn selber interessiert und gar nicht auf den anderen eingeht. Das ist ein ziemlich uncharismatischer, eine ziemlich uncharismatische Eigenschaft und die sollte auf jeden Fall vermieden werden. Kommen wir mal zu weiteren Punkten. Das ist dann auch ein Kapitel. Welche vermeidbaren Charisma-Eigenschaften gibt es? So, und welche Gründe führen dazu, dass diese charismatischen Eigenschaften nicht so positiv sind? Das ist einmal, wenn man sich physisch nicht wohlfühlt. So. Sei es durch Krankheit, sei es durch Schmerzen, sei es durch Unwohlsein. Das wirkt sich nämlich sehr negativ auf das Charisma aus und da muss man dann schauen, dass dieses physische Wohlbefinden auf jeden Fall da ist. Auch das mentale Wohlbefinden, wenn man schlecht gelaunt ist oder so, das kriegt das Gegenüber mit. So. Wenn man sehr selbstkritisch ist oder Selbstzweifel hat, ne, oder nicht sicher ist, ne, auch das bekommt das Gegenüber mit. Und da gibt es dann auch Strategien, das betrifft dann jede Eigenschaft, die man dann mit an die Hand bekommt, wie man dafür sorgt, dass es dann einem besser geht. Ne? Ich mache ein ganz grobes Beispiel. Ihr seid in einem Bewerbungsgespräch und ihr habt eine unkomfortable Situation, weil euch die Sonne blendet oder so. Das ist ein Unwohlbehagen, was ihr dann habt. Und da achtet immer drauf, dass wenn ihr dann in so einem Gespräch seid, dass ihr nicht in irgendwelche negativen Situationen kommt, dass es euch nicht gut geht, denn das wirkt sich dann negativ charismatisch auf euer Gegenüber aus. Ne? So, dann geht Olivia Fox Cabane auch auf die unterschiedlichen Charisma-Stile ein. So, es gibt vier unterschiedliche Charisma-Stile, die sie halt definiert hat in ihrem Buch. Das ist einmal der autoritäre Charismatyp, der visionäre Charismatyp, der fokussierte Charismatyp, also der auch sehr präsent ist, und dann der kümmernde Charismatyp, ne, der sich sehr für das Wohlergehen des Gegenübers halt auch schert. Ne? Und jeder Charismatyp hat seine Vor- und Nachteile. So, ich mache ein Beispiel. Der autoritäre Charismatyp, der ist sehr durchsetzungsstark. So. Ist aber auch so ein bisschen polarisierend. Ne? Viele Leute mögen ihn dann, viele mögen ihn nicht. Ne? Findet aber immer seine Anhänger. Ne? Der visionäre Charismatyp, der ist sehr gut darin, andere Leute zu inspirieren von bestimmten Ideen, sie zu begeistern und sie dadurch zu bringen, dazu zu bringen, dass sie ihm halt folgen. So. Der fokussierte Charismatyp, das ist der Präsente, der ist ein sehr guter Zuhörer. So, und Leute können sich mit ihm gut unterhalten und es macht denen halt auch Spaß. Und es sind immer sehr angenehme Konversationen, nicht ich-bezogene Menschen. Und das fällt dem Gegenüber auf. Und das macht diese Leute dann auch sehr charismatisch. Und dann natürlich der Kümmerer, ne? Also derjenige, der ja sich sehr um das Wohlergehen seines Gegenübers kümmert und dem das halt auch sehr wichtig ist. So, und dann geht die Autorin auf den ersten Eindruck ein, wie man charismatisch spricht und zuhört, weil das sind alles Eigenschaften, die man erlernen kann. Es geht um die charismatische Körpersprache, die ihr dann erlernen werdet. Also da gibt es immer bei diesen ganzen Punkten, die ich euch jetzt hier aufzähle, Dinge, die man erlernen kann, die allgemeingültig immer gut sind. Und somit könnt ihr dann eure charismatischen Eigenschaften verbessern. Dieses Präsentsein und Zuhören und dann natürlich, das ist das letzte Kapitel, damit endet dann auch so ein bisschen das Buch, wie führt man ein charismatisches Leben, Evergreen, durchgehend. Und davon handelt dieses Buch. Ne? Wenn ihr mehr wissen wollt dazu, dann schaut gerne mal in die Videobeschreibung rein, da habe ich euch einen Link zum Buch platziert und das Buch ist recht gut zu lesen, ist
mit einem Seitenumfang von 320 Seiten auch recht überschaubar und geht dann auch gut mal in der Woche, ne? Also kann man gut in der Woche einmal durcharbeiten und ich empfehle es euch. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben und abonniert diesen Kanal. Bis zum nächsten Video. Tschüss!